Hallo zusammen, hier ist wieder Hotella und habe ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um die leidige Geschichte, und zwar die Maldraxxus Berufungskisten. Ich bin ja immer noch dran, da die drei Mounts rauszuziehen. Eins habe ich mittlerweile, und heute wollen wir wieder 20 Kisten aufmachen, und zwar von Tribut der Ehrgeizigen und Tribut der Pflichtgebundenen. Und dort können ja wiederum die Necro-Rocheneier rauskommen, wo wir dann auch die Chance auf die Mounts haben. Ich habe jetzt schon einige Kisten aufgemacht, und mit einigen meine ich über 200. Das müssten, jetzt muss ich mal gucken, auf dem einen Account sind es 168 Kisten und auf dem anderen waren es, glaube ich, auch über 100. 107 zusammen müssten das 275 Kisten sein. Ich würde mal behaupten, bei einem Mount bin ich da im Unlucky-Bereich. Und ja, ich hoffe, dass sich das jetzt so ein bisschen verbessert. Dementsprechend werden wir jetzt 20 aufmachen und mal gucken. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, wir haben das ein oder andere Ei dabei. Gut, ich würde sagen, starten wir los hier. Hier ist so Nummer 1. Achso, ich muss das immer so ein bisschen, ja. Okay. Doch, die Mounts müssten aufploppen. Kiste Nummer 2. Da ist auch nur Grauloot drin. Das Problem ist, das Zeug ploppt nicht auf, wenn es nur Grauloot ist. Tatsächlich sehe ich gerade. Schade, also das war schon mal eine Nullnummer. Zwei Kisten, nix. Dann haben wir hier auch nochmal zwei. Kiste Nummer 3. Nur Grauloot. Kiste Nummer 4. Auch nur Grauloot. So, okay, dann haben wir die ersten beiden Chars schon mal durch. Vier Kisten, viermal nix. Aber noch lassen wir uns hier nichts anmerken. Ich habe heute ein gutes Gefühl, das wird was, Leute. Das wird was. So, dala, nächster Char. Jetzt schauen wir mal, was haben wir hier. Hier haben wir auch wieder zwei Kisten. Dann haben wir Kiste Nummer 5. Grauloot. Kiste Nummer 6. Auch Grauloot. Okay, hauen wir das gleich mal wieder weg. Das Grauloot-Zeug ist tatsächlich immer ein bisschen was wert. Pro Kiste sind es 1-2000 Gold. Also das summiert sich tatsächlich auch. Aber selbstverständlich hätte ich lieber einen Mount als dieses Grauloot-Gedönse, ne? So, dann haben wir Kiste Nummer 7 und Nummer 8. Ach komm, du... Du blödes Epic-Teil, ne? Ich hatte... Das hat mir gerade Hoffnungen geschenkt, ich sag's euch. Oh, das ist 3 Item-Level besser. Ja, muss ich mal gucken. Das andere hat mehr Versa drauf, ne? I don't know, was... Ach nee, das Versa-Tempo ist besser. Auch wenn es 3 Item-Level besser ist, hauen wir das mal weg. Okay, dann loggen wir mal weiter. Dann haben wir hier auch wieder 2 Kisten. Das ist dann Nummer 9 und Nummer 10, ach, zumindest ein Conduit, das ich nicht gebrauchen kann. Wunderbar, werden wir den Grauloot wieder los. Also ich glaube, nach dem Opening habe ich so 10.000, 20.000 Gold mehr, ne? Aber wahrscheinlich kein Mount, wenn es so weitergeht. So, dann schauen wir mal da drüben. 10 haben wir, hier müssten wir auch nochmal was rumliegen haben. Yep. Nummer 11 und Nummer 12. Zweimal nix, okay, dann loggen wir weiter. So, und weiter geht's. Dann kommen wir zu Kiste Nummer 13. Nada, Kiste Nummer 14. Handgelenke haben wir gekriegt und ein Conduit-Teil, was ich tatsächlich brauchen kann. Die Handgelenke sind schlechter. Ja, aus diesen alten Kisten kommen halt ziemlicher Mist raus, ne? Also brauchen kann ich das leider nicht. Selbst bei den Twinks hier nicht. So, dann gucken wir mal bei dem hier. Der hat auch nochmal 2. Das müsste dann 15... und 16 sein. Aber das war so zumindest ein Transmog, oder? Das eine Teil. Ich habe die Schultern. Die, ja, die sind, also geartechnisch sind die schlechter, aber zumindest fürs Transmog konnte ich es brauchen. Also ist schon ganz okay. So, jetzt geht's zum Endspurt hin. 16 Kisten haben wir. 4 müssen wir noch aufmachen. Dann würde ich sagen, Nummer 17. Grauloot Nummer 18. Auch Grauloot und ein bisschen Conduit-Gedönse. Hier haben wir ein Schmuckstück, aber wahrscheinlich brauche ich das auch nicht, oder? Ist irgend so ein Use-Ding, das ziehe ich mit dem Twink nicht raus. Das rentiert sich tatsächlich nicht. Okay, also den können wir schon mal da stehen lassen. Dann hat der nochmal 2 Kisten. Ja, okay. Dann haben wir Nummer 19. 20. In der letzten Kiste war tatsächlich noch ein Ei drin. Ohne Scheiß, Leute, ich habe nicht mehr dran geglaubt, ja.
Bei mir war es schon so, okay, scheiß drauf, ich klicke die jetzt einfach nur noch durch, ne? So wie es bei den Char und Galleon-Kills war, irgendwann glaubst du nicht mehr dran und machst es einfach nur noch, weil du es halt machst, ne? Und hier ist es einfach drin. Da ist ein Ei. Und es ist genauso wie beim anderen, dass es direkt wieder fertig ist. Also ich kann es sofort aufmachen, das Ei tatsächlich. Was ein bisschen komisch ist, aber vielleicht, weil ich die Kisten so lange zwischengelagert habe, dann ist es schon in der Kiste ausgebrütet. So, jetzt machen wir es mal auf. Und nice, jetzt können wir das lernen. Heißt, wir haben jetzt damit das zweite von 3 Stück. Ja, also mir fehlt jetzt nur noch ein einziges. Ich hoffe, das bekomme ich auch noch. Das ist jetzt sehr, sehr nice. Das freut mich. Aber gut, ich habe am Anfang gesagt, ne, ich habe heute ein gutes Gefühl. Und das Gefühl hat mich nicht getrügt, tatsächlich. So, jetzt können wir uns das einmal angucken. Rochen? Ah ja, genau. Also, 2 Stück haben wir jetzt. Wir haben jetzt quasi den mit dem lilanen Bauch und den mit dem grünen Bauch. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, welchen ich vorher schon hatte. Muss ich jetzt ehrlich gesagt passen, da habe ich jetzt gar nicht aufgepasst. Also, grüner Bauch und lila Bauch. Ich finde den mit dem lilanen am besten. Ach ja, stimmt. Ich wollte gerade Mount Special testen, aber ich kann ja mittlerweile hier fliegen, ne? Mittlerweile ist 9.1 raus. Ja, ich farm das immer noch in 9.1, diese Dinger. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Das letzte Ding holen wir uns hoffentlich auch noch. Beim nächsten Mal, ich werde wieder 20 Kisten farmen und dann melde ich mich wieder. Und dann hoffen wir mal, dass wir die Odyssee hier zu Ende bringen. Wir müssten jetzt bei knapp 300 Kisten sein, ne? Also doch ganz ordentlich, was wir hier gefarmt haben. Ich glaube, 295 müssten wir jetzt sein nach den 20 Kisten. Okay, gut, das war das kleine Opening-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Seid ihr ähnlich hoch mit der Anzahl am Farmen oder hattet ihr ein bisschen mehr Luck? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.